Laune. Na, Baby, was geht ab im Reich der Zwerge? Schläft Rosendörnchen immer noch? Meinst du ein Röschen? Hey, wir sprechen uns wie lieber ins Land von Frau Bolle. Vorsicht, Märchenleser! Lies doch selber mal Märchen. Die sind echt toll. Märchen sind etwas für Babys. Und du bist ein... Das ist so spannend. Was liest du denn? Schneewittchen und die Zwerge. Das ist mein Lieblingsmärchen. Meins ist ein Röschen. Die Kinder hat mich immer ausgelacht. Die finden Märchen sind etwas für Babys. Die sind doch durch ihre Videospiele und DVDs total verblödet. Genau, Märchen sind spannender als alle Harry Potters zusammen. Ich liebe Märchen. Wisst ihr, was mein größter Traum wäre? Schneewittchen zu sein. Laufen da eine Spinne rum?
Vorurteil. Männer, Freunde, Zwerge, wir sind zu allen Fremden gastfreundlich. Hallo, mein Name ist Papa. Mein Name ist Kotschi. Mein Name ist Klugi. Manfi. Gar nicht, dass der Apfel vergiftet ist. Ich dagegen schon.
Achtung, da hinten kommt jemand. Pies bin ich glücklich, euch zu sehen. Und ich erst. Ich hab kein Auge zu tasten. Grauenvoll, ein Albtraum. Wir haben uns in diesem blöden Wald verlaufen. Ja, und hier laufen nur Spinner herum. Wir wollen nach Hause. Dann müsst ihr aber erst noch das große Finale abwarten. Was meinst du damit? Johanna ist ein Mädchen. Bald kommt hier die böse Königin vorbei und wird einen vergifteten Apfel schenken. Krass, jetzt spinnen die auch noch. Wenn wir alle in eine Welt stecken, dann geht das Märchen nur so weiter. Kommt ihr Leute, kauft mein schöne Äpfel. Und was habe ich gesagt? Die böse Königin kommt. Die böse Königin ist ja mega mäßig. Verstecken wir wirklich in den Apfel? Cool. Verstecken wir uns. Nein, nichts. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob du den Apfel gebissen hast.